Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten Overwatch auf Inferno wohlgemerkt, meine Damen und Herren. Ich glaube, Inferno hatte ich doch gar nicht. Doch, einmal. Ah, mein Herr. Ah, hat er gefressen. Inferno ist tatsächlich sehr selten. Also was meine Overwatches angeht, habe ich eigentlich ausschließlich das 2. Beziehungsweise auf eine nicht das 2 Map folgen immer so 40 das 2 Overwatches. Ich will gerade mal schauen, was er jetzt mit dem Kerl der Klaus macht. Okay. Wow, der hat direkt gefressen. Aber der saß... Wow, er schießt einfach auf sein Mate. Er saß aber auch passend. Das könnte übrigens schon was gewesen sein. Ich wollte gerade sagen, er hat den Mate angeschossen. Da wollte ich sagen, okay, das war vielleicht aus Versehen. Aber jetzt hat er ihn gekillt. Was macht Duck jetzt? Duck läuft. Er ist kurz stehen geblieben, um wahrscheinlich irgendwas zu schreiben. Möglicherweise... Sowas kann als Grief interpretiert werden, wenn er eine Flash verwirft, also wie gerade eben geschehen. Ich weiß es nicht, ob er da jetzt... Der Kill war jetzt haarig. Hat er von ihm auf die Nase bekommen? Da will ich jetzt nicht voreilig die Schlüsse ziehen. Aber er hat dann schon... Oh, guck mal, wie er auf den... Da hat er aber jetzt wirklich schon... Hat er Schwierigkeiten angeschossen, der Dreckarsch? Nee. Also... Oh, er wurde angeschossen. An der Stelle ist auf jeden Fall wichtig zu sagen, selbst wenn man angeschossen wird, gibt es einem nicht das Recht, zurückzuschießen. Dann ist man ein Griefer, wenn man zurückschießt. Egal, ob provoziert oder nicht, ne, dass das an der Stelle klar ist. Vielleicht hat er eine Art, vielleicht hat er einen kleinen Wallhack oder so. Ja, er guckt doch schon ziemlich stark auf ihn drauf. Schon wieder hat er ja, Teambeschuss abbekommen, aber er ist halt auch voll vorne dran durchgerannt. Also er hat auf jeden Fall einen Wallhack. Er verfolgt die, er jagt die richtig. Schaut, da sieht man ganz genau, dass er den Wallhack am Start hat. Ich will noch schauen, ob er auch einen Aim Assist hat. Da kann man natürlich jetzt nicht viel erkennen. Aber, ja, naja, nee, nix da, aber. Wir müssen noch kurz abwarten. Also es ist ja zum Glück noch genug Zeit, um eben zu überprüfen, ob er dann nicht vielleicht sogar noch eine Aim-Geschichte am Laufen hat. Ich weiß es nicht genau, ob ich im Grief drücken soll, weil ich sag ja, wenn man die Gegebenheiten ganz gut analysieren kann oder analysiert, dann kann man sehr wohl erkennen, ob es aus Versehen ist oder aus Rage oder eben aus Mates oder wie auch immer. Und hier kommt es mir jetzt nicht so voll, als ja, wenn die sich mit Absicht anschießen, beziehungsweise das sah jetzt dann doch eher wie eine Mate-Geschichte aus, weil der Duck oder wie er hieß auch nicht stehen geblieben ist, um was Gemeines zu schreiben oder so. Die haben im Teamspeak wahrscheinlich gelacht und spielen jetzt weiter. Er ist kurz stehen geblieben. Aber es könnte auch was anderes. Könnte auch der Cheat gewesen sein, der aktiviert hat, ne? Guck mal, wie er da genau guckt, der Drecksack. Also Wallhack ist confirmed. Das heißt, er bekommt auch seinen Bann. Ganz sicher. Das heißt, wenn er jetzt hier vielleicht einen Aimer doch irgendwie drin hätte und ich den nicht erkenne. Obwohl er... Er erschießt schon wieder seinen Mate. Das war natürlich auch wieder versehen. Also das hat man jetzt gesehen. Die waren einfach alle voreinander gestanden, aber... Ich könnte ihm jetzt dann doch vielleicht langsam auch Richtung Griefers drücken. Das erste war immerhin kein Versehen. Er schießt den Mate an und geht danach noch hin und killt ihn, gezielt. Aber er wird eh wegen dem Wallhack gekickt, beziehungsweise gebannt. Also von daher ist es jetzt gar nicht so wichtig. Grief ist jetzt ja wirklich nur beiläufig. Ich glaube, ein Grief-Bann läuft auch aus, also der geht gar nicht für immer. Und deswegen, ja, der Wallhack ist es, der ihn richtig nudelt. Wobei ja generell Wack-Bänne auslaufen, ne? Oder? Also so, man sieht es ja immer wieder, dass jemand einen Wackband kassiert hat, aber trotzdem spielt. Ich meine, okay, man sieht an der Stelle jetzt auch seine Waffe, ganz klar. Da hätte man jetzt sogar komplett ohne Wallhack ahnen können, wie er da steht, aber ja, naja, es hat sich jetzt ja schon herausgestellt, dass er ein verschissener Wallhacker ist und deswegen auch gebannt wird. Jetzt macht er gerade Zielübungen, weil er merkt, dass er selbst so ein bisschen... verschissen ist, ja, als Cheater, klar merkt man das, da ist man eigentlich grundsätzlich verschissen, eigentlich, also ich sag mal, 24-7, verschissen. Salmon läuft da vorne, was schießt er jetzt nochmal ein Mate an, also ich werde ihm auf jeden Fall noch einen Grief mit dazugeben, wenn jetzt nochmal irgendwas Mate-mäßiges passiert. Außer es ist wirklich ein Versehen. Hättet ihr ihm jetzt Grief gedrückt? Wahrscheinlich nicht so wirklich, ne? Ich glaube, ich bin eh der Strikteste, was das angeht, diese Grief-Geschichte. Aber gerade bei so einem verkackten Cheater kann man sowas so oder so drücken. Also, theoretisch. Aber dann würde ja, wenn es nicht zutrifft, meine Overwatch-Score sinken. Ja, so geht's ja nicht. Ich habe gerade vor, naja, ist schon ein bisschen länger her, ich denke, einen Monat oder zwei, habe ich wieder eine Nachricht bekommen, dass ich extra XP bekomme, weil meine Vorhersagen richtig waren. Und ich ein guter Overwatcher bin, ne?
ob er ihn jetzt durch die Wand klatscht. Geht die AWP dadurch, durch das Regal und durch die Wand? Das wäre natürlich richtig... Wow, wäre natürlich richtig krass gewesen. Guck mal, der andere ist oben bei B. Den jagt er jetzt natürlich, ganz klar. Den will er haben, den möchte er bekommen. Der versteckt sich auf B. Und wahrscheinlich unterhalten sich die Gegner schon und sagen, pass auf, der Cheater kommt jetzt gleich zu mir und holt mich, ich stehe auf B. Eigentlich kann er mich ja nie im Leben erwarten, aber er wird mich holen. Und genau da liegt er richtig. Guck mal, er will, dass er rauskommt. Das ist doch ein Bastard, oder? Guckt euch diesen verschissenen... Was ein Arschloch, Mann! Den Tod hätte er verdient, wenn er jetzt noch gestorben wäre. Also, Wallhack zu 100%. Other External Assistance, no. Aim sah überhaupt nicht danach aus, oder? Das war eigentlich alles ziemlich lulli. Und Grief... Komm, ich drück ihm den Grief. Er hat zwei Mates gekillt. So sieht es nämlich aus. Er ist eh weggebannt. Also, alles cool, alles cool. Ja, vergesst den Livestream nicht. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag ist ab 19.30 Uhr Livestream mit Viewer Games. Man kann also mitzocken. Denkt da immer schön dran. Das Live-Knife-Giveaway läuft auch noch. Also da Livestream, Knife-Gewinnen und sowas. Schaut rein, Pimmel, Nasensalat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.